Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Willkommen zu Railway Empire Teil 2. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel und wer einfach nur kurz wissen möchte, was neu ist und ein kurzes Tutorial möchte, der kann gerne jetzt mal oben rechts gucken. Da habe ich euch ein Video verlinkt. Da gibt es ein zusätzliches Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, es gefällt euch und wir wollen hier ein neues freies Spiel anfangen. Wir wollen in diesem Fall, wir gehen auf ein neues Spiel. Ich möchte euch die Kampagne nicht vorwegnehmen, die könnt ihr gerne alleine spielen. Auch die Szenarien möchte ich nicht machen. Ich möchte ein ganz normales, freies Spiel machen. Und das Ganze möchte ich nicht auf einer kleinen Karte machen, sondern natürlich auf der ganzen Europakarte. Das finde ich extrem cool. Und ich würde gerne hier unten in diesem Bereich anfangen. Ja, so vielleicht sogar... Gucken mal, Zürich wäre eine Möglichkeit. Ich möchte gerne irgendwo im Süden anfangen. Gucken mal, ob wir da was Schönes haben. Das wäre ja theoretisch M wie München. Und da kann ich mir vorstellen, werden wir ein paar sehr schöne Sachen... Genau, einmal da in München möchte ich anfangen. Ich bin mir sicher, da gibt es ein paar wunderbare Ecken, wo wir etwas bauen können. Ich möchte gerne ein Jahrzehnt später starten, damit wir ein paar schönere Lokomotiven haben. Wie gesagt, ich möchte hier wirklich schöne Strecken mit euch bauen. Ich möchte gemütlich mit dem Zug mitfahren, einmal an der Hupe ziehen. Und deswegen möchte ich auch unten in den Alpen starten. Ich möchte mit euch... ohne KI-Konkurrenten ganz gemütlich aufbauen und einfach nur dieses wunderbare Spiel genießen. Ich liebe es und ich bin ja ein großer Zugfan. Ich liebe auch Dampflokomotiven. Ich fahre regelmäßig mit einer Dampflokomotive hier bei uns in der Ecke, weil ich das einfach total cool finde. Und so wollen wir dieses Spiel auch ganz in Ruhe genießen. Und ich finde auch, das ist für mich persönlich auch der Sinn von Railway Empire. Okay, wir machen weiter. Wir werden einmal gucken, was es gibt und dann entscheiden wir uns, welchen Charakter wir nehmen. Es gibt den Ingenieur. Das bedeutet, Bonus durch Expresszüge beträgt 5 statt 10. Die Lokomotiven benötigen weniger Wartung und niedrige Kosten für Gleise, Tunnel und Brücken. Das ist, glaube ich, in der Ecke, wo wir starten, schon eine gute Sache. Dann gibt es die Dame, ja, Neubauten. Das ist, glaube ich, für uns nicht so interessant. Der General. Ihr seht niedrige Gleisbaukosten, aber ich glaube, wir sind nicht in einer flachen Ecke, von daher kommt er eher weniger in Frage. Er ist unpopulär, das heißt weniger Einnahmen durch Passagiere und Post, finde ich nicht so gut. Unternehmerin, weiß ich nicht. Also ich persönlich würde tatsächlich den Ingenieur nehmen und das wird natürlich der gute Hans Nerd werden. Und der Name sind natürlich die... die Railway Nerds. So, das ist RN. Die Railway Nerds. Und das sind wir. Hans Nerd von den Railway Nerds. RN, der Ingenieur. Weiter geht's auf der gesamten Europakarte. Wir bleiben bei den Standardeinstellungen und das möchte ich kurz begründen. Ich persönlich bin kein Freund von diesen Knöpfchen hier unten. Ich meine, wir haben uns jetzt einen Charakter ausgesucht, der sagt, das Ganze ist 20% günstiger und damit es schwieriger ist für uns, machen wir den Charakter, wo es 20% günstiger ist, machen wir die Kosten gleich wieder 20, 50% teurer. Ich finde das irgendwie total unsinnig. Weiß ich nicht, also das finde ich, das macht irgendwie keinen Sinn. Der Schwierigkeitsgrad des Spiels definiert sich halt wirklich nur aus Geld und das läuft so ein bisschen konträr, finde ich, meinem Anspruch, einfach ein tolles, schönes Spiel zu bauen. Deswegen finde ich die Schwierigkeit hier unten in diesem Bereich, weiß ich nicht, kann man nutzen. Ich mag es persönlich einfach nicht. Wir bleiben auch bei 3 Millionen, nehmen auch keine KI-Konkurrenten. Das fände ich allerdings schon spannend. Das werden wir im Stream machen. Es wird einen Stream geben. Dort werden wir das Ganze mit KI-Konkurrenten machen. Und da werden wir uns das mal angucken. Wir werden auch bei 3 Millionen bleiben. Die Aufgaben werden wir auch nutzen. Und so starten wir rein ins Spiel. Ich bin sehr gespannt. Es gibt auch hier so eine schöne Dampfanimation. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich habe mich sehr auf diesen Teil gefreut und ich freue mich immer. Diese riesige Karte steht dir für alle deine Projekte zur Verfügung. Ja, ich weiß. Du hast keine Konkurrenten. Ich weiß. Für eine gute Bewertung solltest du allerdings die Liste deiner Aufgaben nicht aus den Augen verlieren.
Auch das ist mir bewusst. Aufgaben finden wir hier. Beliefere Pilsen mit Fleisch. Errichte eine Verbindung von Prag nach Pilsen, die kürzer als 130 Kilometer ist. Das werden wir uns ab und an mal angucken. Bis Dezember 42 bin ich mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Zumal dort sind die Railway-Nerds. Und auch die Grafik, Leute, ist wirklich toll. Da haben sie in den letzten Wochen und Monaten und Jahren echt gut dran gedreht. Sieht sehr gut aus. Jetzt schaffen wir uns erstmal einen Überblick über die Karte und schauen erstmal, wo ist überhaupt Pilsen? Da oben. Und wo könnten wir denn Fleisch produzieren? Wir gucken mal in die Warenströme rein. Und Fleisch hätten wir in Brünn oder in Weimar. Okay. Wir könnten natürlich auch einfach die Stadt München wachsen lassen. Das gucken wir uns alles in Ruhe an, wie das funktioniert. Aber ich sehe hier keine Möglichkeit der Tiere hier hinten. Wir könnten das mit Nürnberg verbinden, dass wir Nürnberg wachsen lassen und von hier aus dann hierum eine Route nach Pilsen machen. Das wäre möglich. Aber das ist schon eine Herausforderung. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Okay, gut. Also, wie fangen wir an? Wir fangen als erstes mal an, dass wir ein paar Standardwaren nach München importieren. Ich möchte hier die Stadt erstmal ein bisschen wachsen lassen mit einer normalen Zuglinie. Und deswegen gehen wir erstmal nach München. Na, das wollte ich jetzt nicht. Wir wollten schon München haben und gucken uns mal an, was es hier so für Notwendigkeiten gibt. Also, es gibt hier die Notwendigkeit für Bier. Das ist München. Das ist, glaube ich, offensichtlich. Und von hier aus haben wir einmal hier oben Vorrat und Bedarf der Stadt. Und wir haben noch 4 auf Vorrat. Wir haben 1,2 Bedarf. Der ist zu 100% gedeckt. Wir sollten also uns im Moment nicht an Weizen und an Mais aufhalten. Das ist spannend. Das heißt, der wird relativ gut gedeckt. Was wir machen können, ist Holz hierher zu liefern. Aber das ist natürlich schon knackig. Also Weizen gibt es hier und Mais da unten. Das Problem ist jetzt, dass über diese Strecke hier diese Ecke, die liefern die natürlich hier über die normalen Strecken. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie fängt man an? Das Problem ist, in München gibt es momentan eine Bedarfsdeckung. Das sehen wir hier, 100% Weizen und 100% Mais. Das heißt, wenn wir dort eine Zugstrecke bauen, wird die am Anfang erstmal ineffizient sein. Bedeutet, wir müssen gucken, dass wir hier Holz hinliefern. Und das Holz ist allerdings, jetzt können wir uns die Warenströme mal angucken. So. Tja. Da hier wird nichts, ne? Das nächste Holz ist da. Da gibt es in Ulm etwas. Und da gibt es auch, aber das wird nach Nürnberg geliefert. Da auch. Okay, dann würde ich hier vorne, spontan habe ich eine Idee. Wir werden München als Umschlagplatz nutzen, werden hier einen Bahnhof in diese Richtung machen. Wir werden eine Strecke in diese Richtung setzen, Richtung Ulm, eine nach Salzburg, eine Richtung Nürnberg. Und ein Gleis nutzen wir als Holzgleis im Moment und vielleicht in Zukunft dort etwas hinzumachen. So, wir fangen erstmal an und dann wird es hoffentlich klar, was ich meine. Wir werden auf H, können wir uns übrigens immer das Thema Höhenlinien anschauen. Und das ist mir wichtig, denn ich möchte hier an dieser Höhenlinie entlang den Bahnhof bauen. Das wird ein bisschen spannend werden. So können wir einmal hier mit einem Gleis sauber durchgehen und hoffentlich dann hier an diesem Berg in Zukunft ebenfalls vorbei. So, also. Einmal bitte einen Bahnhof in München. Shift. Dann können wir das Ganze drehen. Und einmal, ja, genau dahin. Genau da wollte ich das haben. Einmal H. Dann ist das Ganze wieder weg. So, was ist das jetzt für ein Bahnhof hier und was können wir da jetzt machen? In diesem Bahnhof habt ihr die Möglichkeit, eine ganze Menge Gebäude zu bauen, und zwar ganz genau 2 Stück. Das gucken wir uns aber alles nach und nach an. Das machen wir nicht jetzt.
Und wir möchten auch diesen Bahnhof hier in Zukunft als Umschlagplatz nutzen. Das heißt, wir werden hier zwei Gebäude bauen. Das kommt aber alles nach und nach. Grundsätzlich könnt ihr hier 8 maximale Gleise platzieren. Und jetzt müssen wir mal schon überlegen, wie wir das Ganze aufteilen. Denn wir bräuchten eigentlich 2 Strecken zwischen den verschiedenen Städten, nämlich Express und Waren. Jetzt möchte ich erstmal anfangen mit jeweils 2. Also, wir werden jeweils 2 Gleise hier und hier hinlegen, dann hätten wir noch 6 übrig. Wir brauchen 2, die hier, wir brauchen 1, was darunter geht, dann haben wir noch 4 übrig in diese Richtung und natürlich 1, was irgendwo hier in Richtung Pilsen geht. Da könnten wir eventuell die Salzburg-Route einfach hier abzweigen, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall haben wir dann noch 4 übrig und dann werden wir erstmal ein Äußeres nehmen jetzt in München, was wir tatsächlich von hier aus blub, hier rumführen und jetzt zum Holz bringen, dass wir uns jetzt erstmal Holz hier nach München liefern. Ich denke, das ist eine gute Idee. Und danach gucken wir mal. Ja, oder wir nehmen die beiden Äußeren für Nürnberg. Wir machen das ans dritte Gleis ran, damit wir hier Richtung Nürnberg von Ulm nach München und dann hier weiter Richtung Nürnberg. So würde ich das einmal machen. Einmal hier lang Richtung Ulm, Worms, Straßburg, Frankfurt. Und hier einmal lang Richtung Nürnberg und in diese Richtung dann Richtung Salzburg und Pilsen. Ich denke, so machen wir das. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen einmal hier hin. Wir werden jetzt einen Bahnhof bauen. Werden wir Richtung Süden ausrichten. Genau. Eventuell mehr noch erschlagen. Nee. Ja. So passt das. Okay. Gut. Wir können auch weiterhin natürlich hier diese Sachen kaufen. Das können wir... Ja, wir können überlegen, ob wir das machen. Aber eigentlich will ich unser Geld hier mit Waren ausgeben. Ich meine, wir haben keine Konkurrenz. Von daher ist das mit dem Kaufen in dem Fall so und so erstmal... egal. So, okay. Also, dann bitte Gleis bauen. Das heißt, wir werden die ersten beiden hier lassen für die Strecke und den nehmen wir jetzt als Warenstrecke. Und auch hier relativ einfach, wir kennen das Thema, einmal dahin. Und jetzt können wir schon das Ganze platzieren. Hier hat er einen Tunnel gemacht, das finde ich nicht gut. Gehen mal dahin. Und werden den Punkt einmal da lang ziehen. Du kannst keinen Tunnel mit dieser Länge graben lassen. Er will auch keinen Tunnel graben lassen. Shift und Mausrad. Dann wird das Ganze hier hoffentlich enttunnelt. Noch ein bisschen höher bitte. Ja, so ist gut. Ja, das ist gut. 0% Gefälle. Maximale Geschwindigkeit möglich. Jetzt gucken wir mal hier. Hier den noch wegkriegen. Einmal draufklicken, dann kriegen wir einen Punkt. Jetzt mit Shift drehen wir das Ganze ein bisschen runter. Hat sich da ein bisschen was getan an den Kosten. So. Was ist das Kostenminimum? Das hier ist das Minimum. 56 km/h ist möglich. Das finde ich ein bisschen wenig. 2%. Ist okay, damit kann ich hier leben. Aber jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die 56... Okay. So. Rein optisch möchte ich gerne da noch einen Punkt setzen. Und das ein bisschen noch rausholen. Okay. Sieht das halbwegs gut aus? Hier durch den Wald. Ein bisschen tiefer sind wir. Dann gehen wir in eine ganz leichte Steigung, damit wir hier sauber rüberkommen. Ob wir hier nicht noch einmal runtergehen können. Wir versuchen das mal. Ein Mausrad nach unten. Das wird echt teurer, ne? Und wenn wir da auch nochmal einen Punkt setzen. So. 31.
Und jetzt dort sind wir bei minus 2 und 3. Nee, es wird nicht besser. ...3,30. Okay. Ja, gut. Ich denke, als erste Strecke ist das okay. 100 Kilometer. Und das werden wir einmal bauen. So, jetzt fragt man sich natürlich, wie sieht es jetzt mit Signalen aus und all sowas. Wir werden hier am Anfang noch keine Signale setzen. Wir werden das eingleisig machen. Deswegen Signale und so weiter, das kommt in Zukunft. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass ihr Signale setzt. Die werden jetzt aber automatisch platziert. Gucken wir uns aber alles in Zukunft an. Ich glaube, oder ich persönlich bin davon überzeugt, dass ich im Gegensatz zum Vorgänger, dass sich dort keine große Änderung einstellt. Es ist eigentlich genauso gut wie der Vorgänger in meinen Augen. So, gut. Zug. So, ein Zug bitte. Einmal von hier nach hier. Wir wollen eine Frachtlokomotive haben. Wir wollen natürlich eine Frachtroute haben. Wir werden einen Zug einsetzen und jetzt haben wir die American, die Firefly, die Derwent und die Adler, die Rocket. Das ist gemischt. Gemischt, eine Fracht kostet 42.039, 29 km/h oder die hier mit 51. Das ist aber allerdings ein Express. Hier ist immer wichtig das Thema Zugleistung und das wird euch ein bisschen... Ja, also mehr Zugleistung bedeutet mehr Fracht, weil ihr einfach schwerere Sachen schneller auf Geschwindigkeit bringt. Und die finde ich eigentlich schon nicht schlecht. Die ist aber eigentlich nur von 43. Das passt doch nicht. Aber die haben wir anscheinend früher erforscht. Na gut. Die nehmen wir. Dann werden wir mit der das erste Mal mitarbeiten und mitfahren. Jetzt gucken wir mal, dass wir das noch bearbeiten. Und das ist einmal Holz nach München. So, dass wir auch grob wissen, worum es geht. Ein Zug, Fracht. Und ich würde sagen, ja, das sieht gut aus. Und mit dem Zug, der wird hier vorne jetzt entstehen. Da fahren wir mal mit, oder? Und gucken uns mal diese wunderschöne Lokomotive an. Die erste Mitfahrt in Railway Empire 2 im neuen Let's Play. Ich freue mich. Zack. So. Leute, wie sieht's aus? Das Holz kommt. Ihr seht es dort hinten. Und findige Leute werden jetzt schon sagen, Mensch, Nerd, du hast was vergessen. Habe ich. Ja, sehr schön. Ah, ist das nicht toll? Entschuldigt bitte, es ist sehr laut hier auf der Lok.
in München. Ach, ist das nicht herrlich. So, wo ist München? Da. Ah, ist das toll. Ich liebe es. Wunderbar. Holz nach München. Sehr schön. Wir können mal gucken, ob unser Zug ein bisschen Geld macht tatsächlich. Ja. Eventuell macht er das. Ja, 16.000. Sehr gut. Er fährt zurück, holt weiteres Holz und jetzt müssen wir uns mal drüber unterhalten, wie wir hier dieses Holz verteilen an andere Städte. So, deswegen gehen wir einmal hier rein. Also da jetzt nicht, ich wollte schon nach München rein. Und wir gehen mal in den Warenbereich, in den Vorrat. Wir sehen jetzt, wir haben Holz bekommen. Wir decken 30% des Bedarfs, 7,8, 0,4. Wir gucken mal, ob das so bleibt. Ansonsten müssen wir eventuell mehr Züge noch einsetzen. Das heißt, wir müssten die Strecke zweigleisig machen. Das will ich hier auf dieser Strecke. Aber nur unterwegs machen. Also ich möchte einen Ausweichgleis machen, mehr aber auch nicht. Das zeige ich euch aber alles in, das machen wir alles in Zukunft. So, jetzt geht es hier hoch auf 50%. Wenn wir bei der Bedarfsdeckung bei über, jawohl, bei über 60% sind in einer Stadt, dann wird die Stadt eine Stufe aufsteigen und bei der nächsten Stufe könnten wir hier jetzt zum Beispiel eine Fleischproduktion aufbauen. Das ist ja unser Ziel. So, die Lokomotive der Eisenbahngesellschaft Railway Nerds erzielt am gestrigen Tag die unglaubliche Geschwindigkeit von 40 km/h. Das ist eine gute Sache. Mit Holz sind wir gut mit dabei. Jetzt ist die Frage, wie verteilen wir das Holz denn jetzt? Gibt es noch so eine Sachen wie Lagerhallen und so weiter und so fort? Und ja, das Jibbit. Wie gesagt, extra Tutorial-Video habe ich euch erstellt. Das heißt, wir gehen einmal in unseren Bahnhof. Und ich möchte gerne diesen Bahnhof hier als Umschlagbahnhof nehmen, denn es gibt hier relativ viele Waren im Umkreis. Es gibt hier Weizen, Mais, Apple. Es gibt hier die Möglichkeit sogar, wo haben wir es? Irgendwo hatte ich hier auch Salz gibt es hier. Da. Von hier oben würde es sogar die Möglichkeit geben, ich weiß nicht, ob das eventuell in Nürnberg oder Ulm vielleicht sogar mehr Sinn macht oder hier in Worms, da noch eine Strecke zu bauen, wie dem auch sei. Auf jeden Fall gibt es hier Fleisch. Was ist das? Ein Fluss. Okay. Also, das machen wir. Und wir bauen, wo ist München? Da. Und wir bauen jetzt hier in München bitte ein Lagerhaus, einmal dort bitte, damit wir diese Waren hier wie Holz zwischenlagern können. Das sehen wir einmal hier und in der Lagerhalle können wir jetzt Vieh und bitte auch Holz speichern. Ihr seht, das wird dann entsprechend hier gespeichert, da gibt es keine Speichergrößen und das ist dazu da, ich kann euch das mal kurz in der Hilfe zeigen, um jetzt Holz von hier nach München zu bekommen und von München können wir das dann an die einzelnen Städte weiterverteilen. Und das ist jetzt genau das, was wir machen wollen. Wir wollen jetzt die nächste Strecke bauen und das ist in dem Fall einmal Ulm. Ulm möchte ich gerne anschließen und dann durchaus auch schon nach Salzburg. Ja, wir werden dann hier einmal hier rumgehen Richtung Salzburg und dann hier irgendwann noch abzweigen Richtung Pilsen. Das wird erstmal eine Strecke werden. Da gehen wir einmal hier Richtung Pilsen und können dann hier zum Beispiel ein Rondell machen, sodass wir quasi einmal hier lang fahren, Budweis, Linz, Salzburg und dann dort wieder reingleisen. So ungefähr stelle ich mir das vor. Wir können mal gucken, ob das klappt. Aber alles Eile mit Beile. Das wird mit Sicherheit noch ein bisschen Zeit kosten. Und hier werden wir dann gucken, dass wir einmal Ulm mit anschließen und dann von hier aus in die Richtung gehen und einmal da lang und die beiden äußeren Gleise, die werden wir dann hier Richtung Nürnberg setzen und dann mal gucken, von wo aus wir dort weiterkommen. Wir werden erstmal normale Gleise bauen, ohne Expressroute. Ich möchte erstmal alles mit einem Zug verteilen. Ich denke, in Zukunft werden wir da auf Express umbauen und vielleicht einen zusätzlichen Express- oder sogar Frachtbahnhof machen. Wir könnten hier unten, kann ich mir vorstellen, dann einen zusätzlichen Expressbahnhof setzen und ein Expressgleissystem noch etablieren. Aber das werden wir dann alles sehen. So, jetzt bauen wir erstmal zwei
Jetzt bauen wir erstmal einen Bahnhof. Das ist einmal in Ulm. Den möchte ich gerne... so setzen. Gucken wir nochmal. Dann können wir von München so rein. Und dann von hier aus Richtung Straßburg und Worms weiter. Ja. Noch ein bisschen weiter in die Richtung. Einmal so bitte. So. Hier ist die Frage, welche Gleise wir nehmen. Wir nehmen nicht die ersten. Das werden andere werden. Die ersten beiden lassen wir frei. So machen wir das hier auch. Wir haben 2 und 2. Die beiden lassen wir als Fracht. Wir nehmen diese beiden hier. Einmal. Jetzt müssen wir mal gucken. Das sind die. Wir nehmen die beiden. Genau. Wollen wir von hier aus noch woanders hin? Das macht keinen Sinn, ne? Nee. Das denn ist okay. Wir nehmen die beiden. Einmal dich bitte. Jetzt gehen wir einmal nach Ulm. Lassen wir die beiden obersten frei. Und gehen einmal dahin. Jetzt muss ich einmal gucken. Wir haben hier das untere genommen. Gehen nach oben. Das heißt, die kommt einmal da lang, die Strecke. Und dann gehen wir daran. Das passt. So, dann gucken wir uns die Strecke mal an. Höhenlinien bitte. Das sieht eigentlich sogar relativ gut aus. Das sieht erstaunlicherweise ziemlich gut aus. Wir könnten hier versuchen, ob wir eventuell einmal hochgehen. Da müssen wir uns hier nicht so tief reinbuddeln. Dann haben wir 1% Gefälle, 46 km/h. Mal ein bisschen raus, dass wir die maximale Geschwindigkeit haben. Dann geht es hier. Können wir hier vielleicht einmal runtergehen? So, 0%. Ich denke, das ist okay. Wir setzen da nochmal einen Punkt hin. 46 km/h, warum? Einmal nach oben. Warum auch immer hier jetzt nur 46 km/h gezogen werden? Dann löschen wir den Punkt halt wieder. Okay, so geht's. Da sind wir bei 71, da müssen wir hier noch mal ein bisschen gen Süden gehen. So. Ja. Das, denke ich mal, können wir so bauen. Okay, und dann zeigt das ja schon an hier. Möchtest du im Norden eine Parallelstrecke bauen? Das wollen wir. So, wie funktioniert das jetzt mit den Signalen? Das ist relativ einfach. Ihr habt beim Gleisbau mehrere Möglichkeiten. Das heißt, ihr könnt jetzt einmal auf den Weichenkopf gehen. Dort einen Weichenkopf einbauen, damit die Züge wissen, in welche Richtung sie fahren müssen. Das ist im Prinzip früher die Möglichkeit, einen weiteren Gleis oder einen weiteren Bahnhof zu bauen. Ihr erinnert euch an das Thema Bahnhof. Dort könntet ihr einen Bahnhof mit Weichenkopf bauen und einen Bahnhof ohne Weichenkopf. In dem Fall könnt ihr jetzt einfach den Weichenkopf so platzieren, wie ihr das wollt. Das finde ich eine sehr praktische Sache. So, und jetzt sagt ihr natürlich, dass wir noch einen Rechtsverkehr haben wollen. Blub. Das heißt, du fährst nach rechts und du fährst nach links. Und das, was er jetzt macht, und das ist entscheidend, jetzt setzt er uns hier an diese Strecke automatische Signale. Und jetzt die Frage, was hat sich jetzt großartig verändert zum Vorgänger? Im Prinzip eigentlich nichts, denn die Signale haben wir vorher auch nicht viel anders gesetzt. Das heißt, wir haben die Signale eigentlich auch nur gesetzt, damit die Züge ein bisschen Abstand halten und es eine gewisse Taktung geben kann. Und diesen unglaublich nervigen Schritt, denn es gab vorher auch keine Block-Signale und Chain-Signale und sowas in diesem Spiel. Die gibt es auch nach wie vor nicht. Und diesen wirklich nervigen Schritt hat man uns jetzt abgenommen und das muss ich wirklich sagen, finde ich gut. Deswegen auch eingangs zu diesen 150%
am Anfang, das finde ich irgendwie ein bisschen doof als Schwierigkeit, denn ich würde mir, wenn dann, wünschen, dass man ein eventuelles komplexes Signalsystem aktiviert oder ein einfaches Signalsystem wie hier und nicht das Ganze einfach von den Kosten her schwieriger macht. Das wäre eher so mein Favorit, aber gibt es in dem Spiel nicht, finde ich persönlich aber auch nicht schlimm. So, das ist unsere Strecke. Und von hier aus werden wir jetzt einen Zug starten, aber wer aufgepasst hat, weiß, wir haben noch ein paar Sachen vergessen, nämlich den Versorgungsturm. Den gibt es einmal hier in der Mitte. Den brauchen wir natürlich auch hier. Den setzen wir auch mal dort in die Mitte rein. Und wir brauchen natürlich noch Wartungsgebäude. Das haben wir im Bahnhof auch nicht. Und dort ist jetzt die Besonderheit. Dadurch, dass wir im Bahnhof nur maximal 2 Gebäude bauen können und das Wartungsgebäude dazu zählt, ist das jetzt natürlich durchaus eine etwas größere Schwierigkeit, weil wir mit diesem Wartungsgebäude jetzt halt einfach das Problem haben, dass uns dann ein wichtiger Slot verloren geht. Deswegen will ich das hier so nicht bauen, sondern wir werden zumindest hier in diesem Bereich einmal gucken, ob wir einen Wartungsposten bauen. Können wir direkt neben den Gleis gebaut. Das setzen wir einmal dorthin. Du solltest den Wartungsposten, erzeugt tatsächlich sehr hohe Kosten. Solltest du ihn einsetzen, werden deine täglichen Einnahmen höher sind als derzeit trotzdem errichten. Aber wir können nochmal warten und einfach mal gucken, wie sich das Ganze hier verhält. So, dann gibt es einen weiteren Zug. Einmal von München nach Nürnberg. Quatsch, Ulm, so ein Schmarrn. Einmal nach Ulm, bitte. Beladung automatisch. Züge einer, im Moment zumindest. Und hier setzen wir eine gemischte ein. Das ist die Frachtlokomotive. Haben wir denn eine vernünftige gemischte? Wir haben die Expresslok, ne? Das ist natürlich... Wir haben die Adler, die ist 34 km/h schnell. Jetzt müsste ich mal gucken, ob wir vielleicht sogar schon was machen können. Wir können erstmal, tja, das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Die Derwent will ich nicht, die Firefly ist eine Express-Lok. Wir werden die Express-Lok da ranhängen. Und sagen trotzdem automatisch, die hat zu wenig Zugleistung. Wir nehmen die Adler. Die hat zumindest 22%. Wir nehmen die Adler. Und das sind 12 Tage. Da müssen wir auf jeden Fall schon 2 Züge nehmen. Ja. Wir nehmen die Adler. Werden die erstmal zwischen München und Ulm verkehren lassen. Und dann gehen wir gleich mal in die Forschung rein. Gucken mal, ob wir hier was machen können. So, wir haben 200 Punkte. Der nächste Zug ist hier. Und das ist eine gemischte. Oh, die wäre gut. Die Limat. 46 km/h gemischt. Okay, dann werden wir erstmal die Adler verwenden und sparen jetzt auf dieses Zügchen hier. Okay, gut. Weiter geht's. Wir gucken mal, wie sich der hier ausgabt. Und Railway Nerds ist neuer Innovateur. Neue Lokomotive erobert Europa. Eine neue Lokomotive donnert durch Europa. Die Adler wird in der englischen Werkstatt des bekannten Ingenieurs Robert Stevenson gebaut und auf Bestellung sogar über den Atlantik verschickt. Der bereits bei früheren englischen Lokomotiven abrupte Aufbau mit horizontalen Boiler wurde auch bei der Adler wieder eingesetzt. Die Konstruktion ist den bisher eingesetzten Maschinen mit vertikalen Boilern in vielerlei Hinsicht überlegen und somit sicherlich zukunftsweisend. Schön. Freut mich. Das ist gut. Die tägliche Dosis Wahrheit. Ja, alles klar. Gut. So, jetzt gucken wir einmal hier. Wir sind bei einer Auslastung von 20%. Du machst 8000 und ich hoffe, Zustand 59%. Nee, komm. Wir machen das hier. Wir bauen hier das Wartungsdepot. Das ist mir hier einfach jetzt zu heikel. Wir machen das Wartungsdepot und den Rest lassen wir weg. Und werden dann von hier aus hoffentlich auch das Holz in die anderen Städte verteilen. Gut, also hier wird Bier produziert.
Wie haben wir denn jetzt Passagiere und Post? Wie ist denn jetzt der Bedarf? Wir sind bei 90% Bedarfsdeckung vom Holz, 100 Getreide. Also wir brauchen nach wie vor kein Getreide und kein Mais anliefern. Wir gucken mal, wenn die Stadt größer wird. Bei 40.000 sind zwei Industrien erlaubt. Das wird also noch eine Weile dauern. Wir müssten das Bier halt abtransportieren. Und wir bräuchten auf der einen Seite hier Stoff. Was produziert Ulm? Ulm macht auch Bier. Genau. So, wo kriegen wir Stoff her? Das wäre Nürnberg, ne? Das wäre eine Möglichkeit, dass wir Nürnberg jetzt anschließen ans Netz. Da haben wir hier noch extra zwei Gleise frei. Die können dann natürlich hier nicht weiterfahren, ne? Das ist jetzt ärgerlich. Aber das ist nicht das Problem. Das heißt, wir könnten jetzt Nürnberg anschließen und hätten dann hier den großen Vorteil, dass wir Nürnberg dann von hier aus mit Wolle beliefern können und dann auch Stoff mitnehmen. Das sollten wir auch nicht übersehen. Hier gibt es Anschlussprämien. Und auch dort eine. Ja, das sollen wir machen. Das sollten wir als nächstes machen. Einmal Nürnberg bitte. Und dann bauen wir den Bahnhof. Den bauen wir einmal dorthin. So, einmal gucken. Das finde ich gut. Mal dahin. Dann bauen wir Nürnberg. Da bauen wir jetzt ein Gleis. Einmal nach München. Werden Nürnberg anschließen, was das Thema Stoffe angeht. Und werden dann hier das nächste Gleissystem bauen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn es euch gefällt, lasst doch gerne einen Like und ein Abo da. Und jetzt gucken wir mal zum Schluss, was... Na, gucken wir zum Schluss, ob sich hier einer hinbewegt. Ja, das ist jetzt mit zwei Postsäckerln nicht allzu umfangreich. Wir gucken mal, dass wir da vielleicht, in Ulm das Ganze ein bisschen optimieren. Die Nachfrage für die importierten Waren Bier wurde reduziert. Ja, das ist klar. Okay. Ich denke, wir sollten das hier dann sogar umbauen. Und die Gleise setzen wir dann einmal hier oben ran, dass wir eine konstante Verbindung haben. Von Nürnberg über München nach Ulm. Das sollte dann auch noch ein bisschen mehr werden. Dann bauen wir das nochmal um. Aber das sehen wir alles in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Euer Strategiener. Ciao, ciao.